So, liebe Zuschauer, ich freue mich, heute wieder eine weitere Sendefolge zu moderieren von der Sendung Nomad Gottes Claire Labelle und heiße Sie gleichzeitig herzlich willkommen im Studio. Hallo Claire. Grüß Gott, Norbert. Claire, wir wollen uns ja heute mal über ganz andere Thematiken unterhalten, was man so gar nicht bei dir vermutet, das klingt ja schon fast politisch. Ja. Aktuelle Lage in Europa, aktuelle Lage auf der Welt. Jetzt bist du ja jemand, der sehr Christusbewusstsein lebt, Licht durch Lichtung, immer wieder in der Liebe und diese ganzen Dinge auch immer wieder den Leuten vermittelt. Du hast Bücher geschrieben, auch nicht, möchte ich vergessen. Wenn Sie mehr über Claire Labelle wissen wollen, gehen Sie auf die gleichlautende Website. Das heißt, wenn Sie in Google Claire Labelle, wie es hinter mir geschrieben steht, eingeben, dann finden Sie Ihre Seite. Da können Sie auch die Bücher bestellen. Dort können Sie die Veranstaltungen sich anschauen, welche geplant sind. Und wenn Sie es dann wissen wollen, dann können Sie direkt eine Mail an die Claire schreiben oder wir werden auch immer am Ende der Nummer der Sendung eine Telefonnummer einblenden. Da können Sie dann Kontakt aufnehmen. Ja. Das Thema Europa, da tut sich ja im Moment viel. Ich glaube, es war wenig Zeiten, wenn wir jetzt mal 10, 20, 30 Jahre zurückgingen, wo Europa so im Mittelpunkt stand. Das letzte Mal, wo Europa sehr im Mittelpunkt stand, das war nicht so schön. Das hat dann 1945 mit 30 Millionen Toten geendet. Jetzt passiert wieder etwas. Wo siehst du da Hintergründe und Ursachen und was hat das denn mit der geistigen Welt zu tun? Also die geistige Welt ist da in der Beziehung ziemlich stark im Aufruhr. Karmisch gesehen ist es so, dass im Moment all die Kreuzzüge und all das, was wir den damaligen Heiden angetan haben, jetzt wieder runterkommt. Und ich wusste ganz genau, es hilft nur eins. Wir müssen jemanden finden von ihren eigenen Leuten, der eben die Moslems aufruft, wirklich zum Frieden zu kommen und wirklich den Koran einmal richtig zu lesen. Weil der Koran ist wirklich eine Schrift, die eigentlich den Frieden proklamiert. Und diese Sendung haben wir auch gedreht, die wird also nächsten Dienstag, also in 14 Tagen, ausgestrahlt werden. Und das ist eine Sendung mit einem jungen Mann, wir haben ihn Ami genannt, unseren Freund. Und er wird uns dann ganz genau erklären, was wirklich der Koran dazu sagt. Denn das, was im Moment passiert, ist ein ganz, ganz doppelschneidiges Schwert. Und wir haben es von der geistigen Seite her gut durchleuchtet. Zuerst sollten nämlich jetzt eben die Weißen Europa in Trümmer gelegt werden, und zwar von den Schwarzafrikanern und von denen, die jetzt eingewandert sind, weil die eingewandert sind, sind ein durchmischtes Volk. Das heißt also, es ist ein großer Teil Flüchtlinge, mit denen hätten wir überhaupt gar keine Schwierigkeiten in Deutschland, weil die Pyramide ja Kopf steht. Das heißt, wir haben Lehrstellen frei, wir haben Stellen frei, wo also die Kinder von Flüchtlingen und die Flüchtlinge selber gut unterkommen können, wenn sie bereit sind zu arbeiten und bereit sind, sich einzubringen. Die andere Gruppe ist aber eben die, die dann gewalttätig werden, die in den Gemüsehändlerläden, wie man es erfahren hat, ihre Waffen versteckt haben, wo die Waffencontainer vor den Asylantenheimen stehen. Und eben unser Freund Ami war ob dessen ziemlich erbost, in dem Sinne, dass er sagte, das steht nicht im Koran. Im Koran steht, tue den Nächsten Gutes, selbst wenn er dir etwas Schlimmes angetan hat. Ja? Und gib immer das Gute zurück. Mache Frieden auf der Erde. Und er war sogar so ärgerlich, dass er dann sagte, diese Gewalttätigen im Namen des Koran beschmutzen die muslimische Religion. Und das war etwas, was für uns eine wichtige Nachricht war. Und deswegen möchte ich euch wirklich alle bitten, alle, die diese Sendung dann auf YouTube oder im nächsten Dienstag dann sehen, dass sie die weitergeben, auch an die Asylantenheime, an die Stadtverwaltungen, damit diese Ansprache, die ja in der Sprache von den Asylanten ist, also sie ist nicht auf Deutsch, sondern in der Sprache von denen, die sie auch verstehen, damit sie sich wirklich ins Herz schließen und dann die Befehle von den Handys ignorieren. Denn was passiert? In dem Moment, wo hier in Europa Zerstörung passiert, könnt ihr euch vorstellen, wenn die Supermärkte kaputt sind, dann können auch die, die gekommen sind, nichts mehr essen. Wenn die Banken kaputt sind, dann geht auch dort nichts mehr. Und wenn dann der Strom noch flach fällt und sagen wir mal, es wäre Januar, überlegt euch mal, wie viele Heizungen, wie viel alles an Strom hängt.
Ja, selbst wenn es eine Holzheizung ist, in vielen Stellen ist da eine Umwälzpumpe drin. Eine Wärme. Und deswegen, wenn die Umwälzpumpe nicht funktioniert, dann ist in der Wohnung Frost. Und das bedeutet gerade für die Menschen aus diesen Ländern den blanken Tod. Weil sie können überhaupt nicht mit diesen Sachen umgehen, mit dem Frost. Wir sind es gewohnt. Wir heizen, wir ziehen uns warm an, aber trotzdem, wenn es dann mal auf 0 Grad geht oder unter 0, dann wird es auch für uns gefährlich, lebensgefährlich. Ne? Und deswegen, da haben wir gemerkt, dass da eine doppelte Absicht drin ist, nämlich die Absicht zuerst Europa von den Weißen her durch diese, ich sag mal, eingekauften, ich hätte sie bald genannt Legionäre, irgendwie in einer Form zu schädigen, fast platt zu machen. Und anschließend sind aber dann die, die das verursacht haben, mit Opfer ihrer eigenen Taten. Weil sie werden darunter leiden. Und wenn sie das erstmal verstehen, dann hoffen wir doch, dass wir jetzt auch in diesem Sommer das bewirken können, was wir wirklich bewirken wollten. Und deswegen wollte ich ja so gerne Ami mitnehmen. Und leider Gottes hat er zum x-ten Male wieder kein Visum gekriegt, trotz diesem göttlichen Auftrag. Und deswegen konnten wir das nur über die Sendung machen, dass er seinen Auftrag unter seinen gleichen Brüdern in die Welt hinausjagt. Und genau, wir wissen ja von Gandhi, wie viel ein Mensch bewirken kann. Ja, und dann so hoffen wir, dass also diese Sendung rausgeht und dass das wirklich das bewirkt, was wir hoffen, dass noch Frieden entsteht, dass sie die Waffen sinken lassen unter dem Wissen, alles, was ich sähe, das werde ich auch ernten. Oder wie es früher mal meine Gastschwester gesagt hat, Claire, wer in die Luft spuckt, kriegt's auf den Kopf. Das macht das Gesetz der Schwerkraft, genau. Ja, und das macht das Gesetz von Karma, Ursache und Wirkung. Ah. Ja, jetzt haben wir ja eine sehr knifflige Situation in Europa. Auf der einen Seite sage ich Menschen, die in Not sind, denen soll man helfen. Ja. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder bestürzt, was für Flüchtlinge eigentlich kommen, weil, wie gesagt, wenn wir zurückschauen über Jahrzehnte, Flüchtlingstracks waren alte Leute, waren Mütter mit Kindern oder Leute, die irgendein Handicap hatten oder was. Wenn ich heute mir die Flüchtlingstracks anschaue, da sind die wenigsten Mütter mit Kindern dabei, das sind alles junge Männer im besten Alter. Und dann frage ich mich natürlich schon, was die hier wollen, wieso die in ihrem Land nicht bleiben. Und wenn in meiner Heimat jemand Rabatz machen will, aber dann bin ich in meiner Heimat und sorge dafür, dass die so bleibt, wie ich sie auch kenne und wie ich sie haben möchte. Das war für mich schon sehr merkwürdig, diese Geschichte. Und dann, die letzten Wochen haben es ja gezeigt, der LKW durch die Fußgängerzone in Nizza, der eine fängt im Zug an, um sich zu stechen, der dritte sprengt vor einer Veranstaltung einen Sprengstoffrucksack in die Luft. Wird das jetzt unser Alltag werden? Das ist eben das, was wir befürchten. Ja, und das, wir hoffen es natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass all die Kampagnen, die wir jetzt von Gebetskreisen aus, ne, von Meditationskreisen aus und eben auch durch unseren Freund Ami über die Welt schicken können, über alle Medien, die wir können, dass da noch eine Bewusstwerdung kommen möge, dass es noch so etwas wie ein Erwachen gibt, ne, dass nicht der Befehl übers Handy gilt, sondern das eigene Gewissen. Und das ist eben das, denn wir stehen nachher, also auch ihr, die Freunde, ne, ihr Moslems, ihr steht nachher vor unserem Schöpfer und ihr müsst Rechenschaft über das ablegen, was ihr getan habt. Und wenn dieser Gewissensklick noch kommt, wie ein Riss, der dann den Fanatismus aufreißt und wo das Gewissen wieder zum Vorschein kommt, dann können wir damit rechnen, dass manches sanfter abläuft. Ich meine, wir haben es in vielen Situationen schon geschafft. Wir haben es schon mal geschafft, wo wir an der indisch-pakistanischen Grenze waren, 2003, und haben diese Gewissenarbeit gemacht mit Pakistanis und mit Indern. Jedes Mal kam wieder eine neue politische Entscheidung. Und jedes Mal wurden die Bomben abgelehnt. Und dann hinterher sind die Waffentransporte sogar in Karakorum Highway runtergefallen. Und die sind alle 1 Kilometer in die Tiefe, sind in sich selbst explodiert, weil die dahinterstehenden Ideengeber es nicht mehr wollten. Sie haben verstanden. Und so einen Gewissensriss brauchen wir jetzt, damit sich an der heutigen Situation noch was ändern kann. Das ist der Grund. Und deswegen sind wir so vehement dabei, diesen Gewissensriss in unseren Brüdern, die muslimische Religion sind aber im Grunde
genau das Gleiche hören und genau das Gleiche erfahren und lesen, wie wir auch von Christus gelehrt bekommen haben. Mhm. Ne? Gehe hin, mache Frieden mit deinem Bruder. Wenn dich einer fragt nach deinem Mantel, gib ihm noch den Hut dazu. Ja, und dann eben halt die andere Wange hin. Ne? All das hat mir nämlich Ami genauso erklärt, ist im Koran genau das Gleiche. Und deswegen verstehen wir auch uns zu 100%. Ne? Ich habe auch nichts dagegen, wenn junge Männer kommen, die in ihrem eigenen Land keine Arbeit finden, aber die dann wirklich ehrlich sind und dann auch arbeiten wollen und die dann auch hier in Ruhe leben möchten. Ne? Sie dürfen ja vielleicht sogar dann auch, wenn noch eine übrig ist, eine deutsche Frau heiraten. Habe nichts dagegen. Solange das Ganze friedlich ist, solange sie diesen Frieden halten, der auch im Koran steht, ja, und solange dann dadurch sich natürlich auch, und das sieht keiner, die Naturgewalten beruhigen. Jeder Vulkan ist abhängig vom Leben der Menschen unterhalb des Vulkans. Der Vesuv okay. ist nicht aus Versehen ausgebrochen. Er ist nur ausgebrochen, weil in Pompeji Zustände herrschten wie in Sodom und Gomorra. Okay. Und das ist eben das, was die Vesuvia, das ist die Vulkanhüterin gewesen, zu der Zeit zum Ausbrechen des Vulkanes bewegt hat. Und wenn man das einmal versteht, dass da Naturwesen sind, die auch die Naturgewalten so auslösen, dass dem Treiben der Menschen ein Ende gesetzt wird, dann kann man sehen, dass auch vieles, was an Naturgewalten angekündigt ist, viel sanfter ablaufen kann. Und da sind wir jetzt alle unendlich stark am Arbeiten. Ich meine, wenn wir über Europa reden, du hast das nächste Stichwort mir gerade geliefert, Naturgewalten. Mhm. Wir sehen, unser Wetter wird immer extremer. Ich habe gestern wieder gehört, dass es da in Österreich auch wieder riesige Überschwemmungen gab, Häuser, Keller vollgelaufen sind. Also ein Szenario, was wir eigentlich so aus Europa gar nicht kennen. Eben. Und plötzlich fängt sich an, dieses ganze Europa irgendwie zu rütteln und zu schütteln und zu verändern. Ja. Wir haben jetzt gesehen, England schert aus der EU aus, hier, da gibt's Theater, dort gibt's Theater. Mhm. In allen Bereichen habe ich im Moment so den Eindruck, als wären wir in so einer Umbruchgeschichte. Ja, richtig. Du hast das Wort Polsprung erwähnt. Ja. Was kommt auf uns zu? Ja gut, ich meine, das kommt jetzt wirklich auf unser Verhalten drauf an und auch das, auf das Verhalten von unseren Mitbrüdern, die jetzt eingewandert sind. Ne? Je friedlicher wir uns verhalten, desto weniger muss passieren und desto sanfter wird alles ablaufen. Aber gewisse Sachen sind einfach Tatsachen. Wenn wir die Kanarischen Inseln betrachten, sie kommen jedes Jahr weiter raus. Dadurch entsteht eine Wasserverdrängung. In Amsterdam hat einer, der im Wasserwirtschaftsamt gearbeitet hat, gekündigt. Den kenne ich, also seine Mutter, persönlich und ist nach Finnland ausgewandert, weil er sagte, die Desinformation ist für ihn gewissenhafterweise nicht mehr auszuhalten. Das Wasser steigt und steigt und steigt und man sieht es ja heute, wenn Holland keine Deiche hätte, wäre es schon längst landunter. Ne, auf der anderen Seite sind die Deiche an der Nordsee, so wie wir das gesehen haben, ziemlich renovierungsbedürftig und auch da hieß es dann auch immer wieder, auch von eben von Jesus Christus und von den Engeln, wenn die Menschen sich noch Mühe geben, dass sie die Deiche noch festigen, kann es noch eine Weile gut gehen. Ja? Und dann kommt es halt eben so, dass die Menschen sich zur Not noch zurückziehen können in die höher liegenden Gebiete. Also ich habe jetzt schon gehört, dass der Harz größtenteils von Holländern aufgekauft wurde. Alles, was über 500 Meter ist. Sie wissen, was kommt. Und wo ich letztes Mal in Österreich war, in der Frühlingstournee, da hat eben das ganz Österreich geschüttelt ohne Ende. Wir hatten fast täglich Erdbeben, kleine Erdbeben. Ja? Und auch da muss man einfach gucken, wie ist es dann mit der Situation der Menschen? Können wir noch etwas abwenden oder wird irgendwann mal der Vater den Arm sinken lassen? Wenn er den Arm sinken lässt und es kommt alles wie ein Sack voller Kohle runter auf die Erde, was jetzt eben runterzukommen hat, dann Gnade Gott Europa. Dann kann es sein, dass wir ab dem 1. Januar sehr lausige Zeiten haben. Und uns wurde gesagt, also der 7. September ist für uns Deadline, dann müssen wir zurück, sonst kommen wir nicht wieder zurück. Und wir müssen dann eben schauen, dass wir in der Zeit ungefähr dann eben einen Rückflug haben, auf dem wir uns dann eben in unsere Seelenauffangsstation nach Paraguay verziehen dürfen. Dort bleibt es ruhig und viele Menschen spüren das jetzt schon. Viele kommen und die kommen nur mit einem Flug und bleiben gleich. Also ich habe das wirklich
mit Erstaunen festgestellt, ja, wir kommen und wir bleiben. Oh. Du hast jetzt da so ein Datum genannt, September. Ja. Habe ich auch von anderen Seiten schon bekommen, dass der September ein sehr aufregender Monat wird. Und da stellt sich auch die Frage, geht das friedlich weiter oder wird es doch zu einer kriegerischen Auseinandersetzung? Aus anderen Quellen habe ich die Information bekommen, dass unsere sogenannten Verbündeten schon überall die Panzer aufgefahren haben, dass knapp 2000 Panzer bereits an den Ostgrenzen der NATO stehen sollen. Mhm. Und ich meine, das sind ja alles keine beruhigenden Thematiken. Mhm. Und wenn man dann noch einen anderen Hintergrund sieht, der Vertrag zwischen der russischen Nationalbank und der Federal Reserve Bank läuft dieses Jahr aus, also im Oktober. Mhm. Und auch da vermutet man eine große Gefahr dahinter, weil das werden sich die Amerikaner einfach nicht so vom Brot nehmen lassen. Mhm. Weil wenn immer mehr Staaten aus diesem Federal Reserve System aussteigen, dann verlieren sie ihre Macht. Mhm. Also ich sag mal, alle Zeichen stehen auf Sturm. Ja. Ne? Und dann bewegt sich auch unser Planet noch durch Erdbeben gesagt. Wir wissen, aus Chile haben wir eine Messung, die sind 10-mal so häufig, die Erdbeben, wie sie vor 5 Jahren noch waren, nachgewiesen. Mhm. Also es bewegt, unsere ganze Welt ist in Bewegung, alles ist in Bewegung und Veränderung. Mhm. Mir fällt da so ein Satz aus der Hopi-Prophezeiung ein, wo sie schreiben, haltet nicht fest an den vermeintlich sicheren Ufern eurer Zeit, lasst euch treiben im Strom der Zeit und haltet euren Kopf über Wasser und schaut, wer mit euch ist. Richtig. Die Verlockungen in dieser Zeit sind groß. Mhm. Wie sollen wir das verstehen? Was wäre denn jetzt für die Menschen so in dieser verwirrenden Zeit so ein bisschen ein Leitfaden oder ein Anhalt zu sagen, Mensch, wenn du den Weg gehst, Mensch, dann kannst du dich aus diesem ganzen Kuddelmuddel da rausnehmen. Ja, die einzige Lösung, die wir da haben, die wir vom Vater bekommen haben, ja, ihr wisst ja, ich berichte euch das aus der Sicht des Vaters, ist die Innenschau. In der Innenschau sehen wir unseren Lebensplan. Jeder von uns hat einen Lebensplan für diese Zeit in sich, den er trägt. Und zwar nicht nur einen, sondern es gibt Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, Plan F. Und Plan A ist aber der göttlichste, das heißt der einfachste. Ist aber im Moment scheinbar mit Umständen verbunden. Das heißt, für viele heißt es auswandern. Plan B ist dann vielleicht der Plan, wo man sagt, gut, lieber Gott, ich will aber nicht auswandern. Ich habe meine Verwandten hier und so weiter, gib mir bitte Plan B. Der ist härter, aber der hilft uns dann eben, dass wir vielleicht ein Schutzgebiet haben innerhalb von Europas. In einer der anderen Sendungen, die wir schon gemeinsam gemacht haben, hattest du mich auch nach Schutzgebieten gefragt innerhalb von Europas. Und mittlerweile hat sich ein größeres Schutzgebiet auch aufgetan und das ist das Saarland. Das heißt also Frankreich-Seite vom Rhein. Mhm. Und da sind jetzt immer wieder alte Güter zu sehen bei den Innenschauen, wo die Menschen sich hinflüchten, wo noch eben Brunnen sind, wo noch eben Holzherde sind, wo sie dann auch mit mehreren Zimmern so kleine Auffangstationen für die Menschen gründen, die dann aus den Großstädten zu ihnen fliehen. Ja, also auch innerhalb von Europa geht das. Und auch ein Teil von Österreich, Osttirol, hat ganz kleine Zellen, kleine Täler, oft in Mulden oder oft geschützt durch die Berge, wo dann vielleicht die Giftgase der Vulkane drüber hinweggehen, wo die Menschen überleben können. Aber das ist Plan B. Und genauso geht es dann immer weiter bis zu Plan D, Plan E, wo dann oft am Ende von einer kurzen Leidezeit das Licht steht und der Mensch sieht das und dann merkt er aber in der Innenschau, oh, das ist aber der Übergang. Nun gut, wie wir das in einer der letzten Sendungen gesagt hatten, der Übergang ins Licht ist nicht schlimm. Wir müssen nur vergeben, ja? Aber man muss ja auch sagen, das heißt, der Krieg oder der eventuelle Krieg ist kein Gottesgesetz, sondern das ist alles menschengemacht. Richtig. Das heißt, auch wir sind in der Lage, es zu verhindern. Genau. Und der Vater hat mir oft genug gesagt, macht mich bitte nicht für das verantwortlich, was auf der Erde läuft. Ich kann für den Unfug der Menschen nichts. Ich habe es nicht gewollt, ja? Und das ist eben das, was wir uns klar machen müssen. Wir alle stehen unter dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn die Wirkungen dann kommen, dürfen wir nicht den lieben Gott dafür verantwortlich machen. Der kann dafür nichts. Das sind Wirkungen, die wir gesetzt haben durch unsere selbstgesetzten Ursachen. Ja? Und so ist es dann eben, dass wir uns auf das einrichten müssen. Mit der Innenschau können wir erfahren, wo wir jetzt stehen und was wir uns vorgenommen haben im Leben vorinkarnatorisch am Planungstisch, bevor unsere Seele runterkam, mit Jesus Christus. Und das ist der wichtigste Plan, den wir in uns tragen.
Und ich mache jetzt sehr viele Skype-Heilstrahlungen, Skype-Durchlichtungen mit meinen Patienten, wo wir dann anschließend in den Lebensplan gehen und schauen uns an, was derjenige sich dann für dieses Leben vorgenommen hat. Ja? Da sagen wir vielleicht auch noch was für die Zuschauer. Diejenigen, die gerne einen Kontakt mit der Claire Labell haben möchten oder die eine sogenannte Durchlichtungsanalyse einmal erleben. Leider ist ihre Tournee bis im September hier in Europa komplett ausgebucht. Aber Sie können ja, wie Sie gehört haben, das über Skype machen. Wir werden immer am Ende der Sendungen Informationen einblenden, wie Sie mit Claire Labell in Kontakt treten können. Und ich empfehle immer die Webseite und natürlich Ihre Bücher. Dort können Sie schon viel Hintergrundinformation sich herausholen. Und vor allen Dingen das alles, was sie in der Kürze erklärt, mal breit und gut definiert nachlesen, woher diese Durchlichtung kommt und was da überhaupt im Körper passiert. Da hatten wir ja schon einige, die bei dir waren. Ja. Ah, und vielleicht noch was, wer es persönlich machen möchte, das müssten wir auch sagen. Wenn die Claire ab dem 7. September wieder zurück ist in Paraguay, dann hat sie natürlich hier in Europa ausgebildete Therapeuten. Wie viele gibt es allein in Deutschland? Ich glaube ungefähr 7, die aktiv jetzt hinter mir stehen und die dann sagen, Norden, Süden, Osten, Westen, ne, Nord, Süden, dass die also jetzt wirklich dann auch Durchlichtungen machen. Sie sind alle auch in relativ geschützten Gebieten oder gehen dann auch in geschützte Gebiete. Und ich gebe dann auf Ihren Wunsch dann auch die Namen und Adressen bei ernst gemeinten Anfragen heraus. Ne? Und ich wollte eben vorhin noch etwas hinzufügen, was wichtig ist. Seid doch bitte auch so gut und schickt mir eure Träume, weil die Träume sind nämlich wirklich auch das Telefon bzw. das Video Gottes. Das, was ihr träumt, das zeigt jetzt schon, was auf uns zukommt. Und ich werde jetzt auch eine Sendung machen, bald über die Träume, wo ich viele Träume vorlese. Und da war das mit September auch drin. Im September fängt es an, es knirscht, es kriselt. Im November wird es schlimmer. Und ein anderer Traum von einer, die jetzt auch eben hier in der Nähe wohnt, die hat, der hat ganz genau beschrieben, dass zu der großen Feier, die sie dort gehabt hatten, es auf einmal hieß, in Berlin ist der Krieg erklärt worden. Der Krieg ist ausgebrochen. Und schon schwirrten überall die Partisanen aus. Und wir haben dann noch einmal nachgefragt, das ist also rund um Silvester, Januar 2017. Da wird es dann richtig heiß. Und da hatten wir dann auch andere Innenschauen gesehen, die dann also gezeigt haben, dass dann zum Beispiel, eine war aus Niedersachsen, nur noch ein Überleben in einem Museumsdorf möglich war. Und auch da haben sie nur eine Zeit lang leben können. Sie haben dann sogar zum Schluss Heusuppe gegessen. Und am Ende März war weiß. Gut, Übergang. Ja, war nichts mehr zu sehen. Also deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir diese Zeit, die wir noch vor uns haben, nutzen, in uns hineinschauen, wirklich aber mit Christus in uns hineinschauen. Mhm. Weil andere Wesen wollen uns natürlich da halten, wo wir sind, das wissen wir. Die Wesen gibt es auch. Mit Christus in unseren Lebensplan schauen und dann schauen, was ist wirklich Plan A für uns und wie können wir den jetzt noch umsetzen oder müssen wir, weil die Zeit schon vorangeschritten ist und wir die Impulse geflissentlich überhört haben, auf Plan B oder C ausweichen, der dann härter ist. Ja? Das ist eben das. Und so sammle ich das und da heraus kriege ich ein komplettes Bild, die Durchlichtung, die Innenschauen plus die Träume, plus das, was die Kinder auch sagen. Kinder sagen ja die Wahrheit. Also ich habe auch viele Kinderträume jetzt, die jetzt schon zu mir gekommen sind. Und ich bitte euch dann wirklich, wenn ihr Träume habt, schreibt sie mir. Ich sammle sie alle und wir werden sie dann noch einmal wirklich dann zu einem kompletten Puzzlebild zusammenlegen, dass wir wissen, was wirklich von uns, also uns von oben vom Vater gefunkt wird, was jetzt in nächster Zeit wirklich auf uns zukommt. Das sind dann keine Seherschauen mehr, die vielleicht schon überholt oder überarbeitet sein können, sondern es sind die aktuellen Daten von Tag zu Tag gezeigt in Träumen, Innenschauen, so wie es jetzt in der Chronik vorhanden ist. Bevor unsere Sendezeit zu Ende ist, hätte ich noch ein Stichwort. Mhm. Und zwar immer wieder höre ich, lese ich, Internet, das Wort Polsprung. Mhm. Welche Informationen hast du von deinen Quellen, vom Göttlichen bekommen?
Ist das ein Thema oder werden da wieder die Menschen verrückt gemacht? Also wir haben das Thema bekommen, dass das, was scheinbar aus anderen Quellen zu hören war, dass zum Beispiel über Paraguay alles verbrennen würde, das stimmt nicht. Ganz einfach. Vater hätte nie eine Seelenauffangstation in einem gefährdeten Land gemacht. Ist auch nicht. Vieles wird dort sanfter ablaufen. Es gibt eine magnetische Umstellung, die wir dann auch spüren. Wir merken das heute schon, dass manchmal wir schwindelig werden, ja, wenn der Magnetismus sich ändert. Aber es wird jetzt mittlerweile, und das ist dank der Auflösung von 2012, wo wir wirklich 7 Weltreisen zu 7 ganz, ganz dunklen Stellen gemacht haben, dank dieser Auflösung konnte der Polsprung oder kann der Polsprung jetzt viel sanfter ablaufen. Und das wird er auch. Ne? Also da brauchen wir nicht so viel Angst zu haben, wie vor dem, was von den Menschen gemacht ist, was da läuft. Oder eben auch von den Erdrüttlungen, von den Erdbebenwaffen, die wir kennen. Ich meine, Angst ist ja immer ein falscher Weg. Ja. Entscheidend ist ja, und das höre ich von dir immer aus berufenem Munde, dieses Gottvertrauen, das Urvertrauen, sich anzubinden, zu verstehen, dass wir mit allem verbunden sind, dass für uns gesorgt wird. Mhm. Aber dann müssen wir auch die Achtsamkeit in uns tragen und nicht oberflächlich sein mit unserer Umwelt, unseren Mitmenschen und so weiter. Genau. Also da wäre ein richtiger Punkt, Menschen, geht in eure Mitte, geht in eure Inneres, betet gemeinsam, meditiert gemeinsam, macht alle diese Dinge und wie gesagt, bindet euch an Gott an, bindet euch an euren, wie auch immer jeder das nennt, und ich sage immer, ich halte mich da nicht auf Namen auf. Nee. Mittlerweile, ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt, sage ich immer nur noch die Macht. Für mich ist es eine unglaubliche Macht, die da im Hintergrund unser ganzes Universum in der Waage hält und viele Dinge tut. Und ich erlebe das Wunder der Macht immer jeden Tag, wenn ich in meinen Garten schaue und schaue mir die vielen Pflanzen an. Ich habe so einen Lavendelbusch und jetzt habe ich mal eine Stunde lang diese Bienen beobachtet. Ne? Also es ist ja fantastisch, wie die Natur alles zusammenstellt. Und manchmal stresst es mich ein bisschen, wie oberflächlich wir sind und wie schlimm wir manchmal damit umgehen. Ja, gut. Ich meine, das probieren wir jetzt eben nicht zu machen. Gerade in Paraguay, wo wir jetzt wohnen, da wird ja die Natur geachtet. Und auf der anderen Seite ist es so, Vater hat uns gesagt, er ist einfach unser Schöpfer. Und zwar von allen Kindern. Und er sagt, alle Religionen sind menschengemacht. Ne? Er ist und bleibt unser Schöpfer. Und wenn wir uns an ihn wenden, dann bekommen wir von ihm auch die Hilfe. Aber wir müssen auch auf ihn hören. Und seine Stimme perlt aus dem Herzen hoch, ist im inneren Ohr hörbar. Aber das, was wir da vernehmen, von ihm gesagt, das müssen wir auch umsetzen. Sonst kann er uns nicht helfen. Wie denn? Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Claire, für die schöne Sendung, auch über diese Thematiken, die so die Menschen jeden Tag wieder berühren. Sie sehen unter dem Namen Nomad Gottes, Claire Labelle, jetzt zweimal im Monat immer wieder eine Sendung, die Claire Labelle selbst produziert und viele nützliche Informationen aus ihrem Lebensweg, aus ihren langen Erfahrungen Ihnen vermitteln kann. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute bei Claire Labelle wieder dabei waren und freue mich aufs nächste Mal.